Classics for Charity e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung und zum Erhalt technischer Kunst und Kultur. Kulturgut erhalten, Menschen helfen, schöne Erinnerungen schenken. Gutes tun, ohne darüber nachzudenken, wo der eigene Vorteil liegt. Der gemeinnützig anerkannte Verein Classics for Charity e.V. nimmt sich genau solchen kulturellen, menschlichen und gemeinnützigen Projekten an. Classics for Charity e.V. trägt den Gedanken des technischen Kulturguts weiter. Im Rahmen der Warm-Up-Days in der Motorworld München wurde der erste internationale Preservation-Konkurs durchgeführt, bei dem nur original erhaltene Automobile und Motorräder teilnehmen können. Bereits vor der Gründung brachte der jetzige Vorstand das Rollende Museum München erstmals im Jahr 2008 nach Deutschland und fungierte bis heute als Schirmherr dieser Kulturveranstaltung. Seit dieser Zeit rollen jährlich rund 100 repräsentative Oldtimer aller Altersklassen in der Nacht der Kultur durch München. Dabei können viele Besucher der langen Nacht der Museen kostenlos mitfahren und so technisches Kulturgut live erleben. Die Idee des Rollenden Museums wurde bereits in weiteren deutschen Städten wie Stuttgart, Wiesbaden und Singen unterstützt. Begleitend zum Rollenden Museum München wurden auch Spenden gesammelt, die verwaisten Senioren in einem städtischen Münchner Altersheim zugute kamen. Ein Spaziergang im Park kann wie eine Zeitreise werden, die alte Erinnerungen wach werden lässt. Im Münchenstift der Rühmannstraße sorgte Classics for Charity e.V. mit Oldtimer aller Größen und Jahrgänge für das historische Ambiente beim Sommerfest, inklusive Picknickausstattung und historischen Häppchen. Dank finanzieller Unterstützung konnten die Herren von der Tankstelle aus Berlin nach München geholt werden. So konnten auch die Erinnerungen der Bewohner des beschützten Bereichs aktiviert werden. Classics for Charity e.V. hat in Deutschland erstmals den Children's Choice Award eingeführt. Während des Oldtimer-Schönheitswettbewerbs Retro Classics meets Barock in Ludwigsburg wählte eine Kinderjury mit Unterstützung von FIFA-Präsident Patrick Rollet einen eigenen Best-of-Show. Die Rallye Classics meets Rock steht ganz im Zeichen von Spaß, Musik und Charity. Die Teilnahmegebühren kommen zum größten Teil einem wohltätigen Zweck zugute. Zum Konzert am Abend, dem krönenden Abschluss der Veranstaltung, können auch andere Gäste kommen. Yeah,